Ektoplasma und eine Halskette. Also eine Riesenschlange. Okay, das ist tatsächlich eine Riesenschlange. Na, jo. Ihr seid aber schön. Eichenschild und verformtes Fell. Kein Amulett mit einem R. Na gut. Aber es ist mal was anderes, durch einen verregneten Sumpf zu gehen, anstatt durch, weiß nicht, Pilzwälder. Oh. Den nehme ich mit. Oh, ein Speer, den können wir leider nicht mitnehmen. Ah. Vergeister, ey. Ein Heilungsstab. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Ha. Okay, ich sehe schon die letzten Opfergaben, die gingen nicht so gut aus. Kann man die... Ja, komm mal. Ich nehme mal die ganzen Opfergaben vom letzten Mal einfach mit. Die Schriftrolle der Acht. Schlange, Dunkelheit, Verschlinger, Träumer, Stille, Licht, Tod, Wiedergeburt. Dies sind die acht heiligen Aspekte der Geisterschlange. Jeder enthält eine Wahrheit, eine Lüge und ein Geheimnis, das sich selbst umschlingt und sich ewig schlängelt. Ups. Wie die Windungen der großen Schlange. Geisterschlange, nehmt unser bescheidenes Opfer an. Schlange, Dunkelheit, Verschlinger, Träumer, Stille, Licht, Tod, Wiedergeburt. Das klingt tatsächlich so ein bisschen nach Sittis. Aber eben nur so ein bisschen. Gut, dann wollen wir mal. Huch! Was hast du denn hier? Eure Opfergabe erfreut mich. Da gibt es ja tatsächlich eine Geisterschlange. Das Warmblut wurde von denen geschickt, die dieses Tal ehren und schützen. Hm. Höchst verwunderlich. Ich dachte, die weiß alles. Die Marbrigards haben mich gebeten, euren Rat einzuholen. Jeder Pfad führt in zwei Richtungen. Ins Licht und in die Dunkelheit. Hell und dunkel. Gut und böse. Sonnenlicht und Schatten. Alle Dinge haben zwei Seiten, kleines Warmblut. Ich bin größer als ihr. Gut. Und was genau wollt ihr damit sagen? Alles Grauzone, ich weiß, schon klar. Lasst es mich euch zeigen. Anja. Und jetzt besiegt die Geisterschlange. Ach, ich darf sie töten. Na dann. Wie interessant. Ich soll sie besiegen, aber sie greift nicht an. Die Schattenschlange, nicht die Geisterschlange. Ich soll hier reingehen, ja? Wieso sagt sie mir das nicht? Das sieht irgendwie aztekisch aus. Ist bestimmt von Argoniern erbaut worden. So sieht das ein bisschen aus. Die haben ja auch diese argonische Magier, haben ja auch diese Steinhüte auf Kopf. Ach, die Schattenschlange. Na, euch habe ich ja gesucht.
Ich muss mal kurz in Third Person wechseln. Wegen dem Angriff von dir. Eben da. Handschuhe und Ektoplasma. Uhu. Was haben wir hier? Ein wenig Honig. Rüben. Jetzt nehme ich wieder jeden Scheiß mit, ne? Und dann wundere ich mich, wenn unser Inventar voll ist. Nichts. Komisch. Lotusblüte habe ich sowieso schon dabei. Jasmin. Ich finde das ja so interessant, dass Dinge, die sich im Inventar stapeln, keinen Inventarplatz wegnehmen. Das ist hier nichts drin, nur so eine komische. Was soll denn dieses komische Zeichen da oben immer? Das ist immer eine Sprechblase und eine Post. Ich habe keine Post. Die ich nicht nur lesen habe, aber ich habe die Sprechblasen. Oh, Benachrichtigung hier. The Fire Phoenix. Ich kenne das nicht. Und Park des Propheten, die habe ich schon seit Anfang an. Das ist es wahrscheinlich. Deswegen kommen die wahrscheinlich die ganze Zeit, um mir zu sagen, hey, du hast hier noch Benachrichtigungen. Die habe ich doch schon vor Jahrzehnten gelesen. Zumindest die eine. Gefühlt. Das Warmblut ist einfallsreich und gerissen. Ja, gerissener als ihr. Also werdet ihr den Mabrigash jetzt helfen? Die Mabrigash müssen ihre eigenen Entscheidungen fällen. Entweder sie gehen eine Verbindung mit der Welt da draußen ein, oder sie bleiben von ihr abgesondert. Es gibt niemals nur Licht oder Schatten. Solange sie meine Sippe und mich ehren, können sie tun, was ihnen gefällt. Ziemlich liberal. Irgendwie und irgendwie auch nicht. Nee, eigentlich gar nicht. Was ist das denn? Ich könnte euch auch hier und jetzt erschlagen, dann gäbe es euch nicht mehr. Was haltet ihr davon? Aber wird sich das Tal nicht verändern, wenn sie sich entscheiden, ihre Isolation aufzugeben? Müssten dann nicht lauter Händler und sowas kommen und Wilderer und etc.? Einige können im Tal abgesondert bleiben. Und andere mögen sich für die Außenwelt entscheiden. Zwei Richtungen auf demselben Pfad. Die Anwesenheit des Händlers hat das Tal bereits verändert. No shit. Was als nächstes kommt, ist unvermeidlich. Wenn man es genau nimmt, verändert die Anwesenheit von jedem scheiß Insekt das Tal. Aber gut, was ist mit euch? Ich bin die Geisterschlange. Ich bin beständig und doch in stetem Wandel. Eines davon gilt auch für euch. Und das andere vielleicht für die Mabrigash. Helft den Mabrigash nach eurem Belieben. Die Entscheidung liegt ganz allein bei euch. Ich kann euch zur Weitseherin zurückschicken. Sie ja, ist in Ordnung. Meine Güte, das ist ja nervig, es tut mir leid, aber die ist wirklich... In der Zeit, in der die einen Satz gesprochen hat, könnte ich theoretisch 5 Gespräche erledigen. Huch. Wieso kann ich jetzt nicht mehr in First Person wechseln? Ich kann nicht mehr in First Person wechseln, das ist ja... Na gut. Hi, was macht ihr denn hier? Ich habe mit einigen der Weissagerinnen der Mabrigash gesprochen. Sie waren äußerst höflich. Ja, wenn man eine Frau ist, sind sie äußerst höflich. Habe ich das auch das Gefühl, ja. Es freut mich, dass ihr wohlbehalten zurückgekehrt seid.
Wir haben dieselbe Stimme. Ihr habt den gewundenen Pfad beschritten und habt es überlebt? Hat die Geisterschlange zu euch gesprochen? Natürlich hat sie das. Das ist doch irgendwie seltsam. Man könnte theoretisch einfach sagen, ja, ich bin da lang gegangen. Die Geisterschlange sagte, ihr müsst eure eigene Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt. Generell haben wir damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Die Geisterschlange ist weise, aber undurchschaubar. Ich hatte gehofft, sie würde verlangen, dass wir den Händler zu ihr bringen. Es ist kein Zufall, dass ihr zur gleichen Zeit wie der Händler gekommen seid. Ihr seid in dieser Angelegenheit verstrickt. Ihr müsst uns bei der Entscheidung helfen. Sagt doch einfach gleich, dass ihr nicht imstande seid, eine Entscheidung zu treffen, weil ihr es gewohnt seid, unter jemanden zu stehen. So wie immer. So wie immer. So wie bei allen Dunmer bisher. Gott, kotzt mich das an bei denen. Okay, was soll ich denn eurer Meinung nach tun? Ich habe ein Schlangentotem gefertigt, das die ineinander verflochtenen Schicksale der Mabrigasch und des Händlers darstellt. Holt es aus meinem Zelt. Ich werde den Händler herbringen lassen. Dann hole ich eure kleine Spielerei wohl mal, ha? Ah, was haben wir denn hier? Ein Schlangentotem. Dieses Totem in Form einer Schlange wurde von der Weizerin der Mabrigasch gefertigt. Sie kann sich nicht entscheiden, was sie mit dem Händler machen soll, aber Zeit für zum scheiß Totem schnitzen, das hat sie. Ich bin ein respektierter Händler des Hauses Lalu. Wie können Sie es wagen, mich derart zu behandeln? Ist schon eigentlich recht dumm von denen. Wenn sie den töten, dann kommen noch mehr. Achtet auf eure Schritte, wenn ihr bei den Mabrigasch seid, Außenseiter. Nee, ich tänzel hier rum und die machen nichts. Es muss eine Entscheidung getroffen werden. Unser Schicksal hängt davon ab. Hier ist euer komisches Totem. Jetzt müsst ihr entscheiden. Oh Gott. Wenn die Mabrigasch isoliert bleiben sollen, dann legt das Totem ins Feuer. Wenn wir unsere Bräuche ändern und mit den Hlalu Handel treiben sollen, dann gibt das Totem dem Händler. Wäre es denn so schlimm, wenn die Mabrigasch weniger isoliert wären? Ich weiß nur, dass es uns verändern wird. Ob zum Guten oder zum Schlechten, wird allein die Zeit erweisen. Und was geschieht mit Raston, wenn ich das Totem verbrenne? Er wird im Tal bleiben, um der Geisterschlange zu dienen. Gut. Sucht euch Rat, wo immer ihr wollt. Sprecht mit meinen Leuten, dem Händler oder sogar mit der Gehilfin des Händlers, wenn ihr es denn wünscht. Doch dann müsst ihr entscheiden. Gut. Ich red mal mit ihr hier. Ich habe mit einigen der Weissagerinnen der Mabrigasch gesprochen. Sie waren äußerst höflich. Was soll ich denn eurer Meinung nach tun? Ich bin selbst schon das eine oder andere Mal Opfer von Rastons zweifelhaftem Charme geworden. Ich bin nicht überrascht, dass er es geschafft hat, sämtliche Frauen im Tal gegen sich aufzubringen. Ich frage mich, ob die Weitseherin einen anderen Vorschlag überdenken würde. Ich wünsche Raston zwar nichts Böses, aber ich habe da eine Idee. Was genau schlagt ihr vor? Sie lassen Raston am Leben, wenn er verspricht, nie wieder über das Tal zu sprechen oder hierher zurückzukehren. Dann unterzeichnen Sie ein Handelsabkommen mit mir. Sie machen die Geschäfte mit mir. Und ich halte andere Händler der Hlalu fern. Von einem solchen Arrangement würden beide Seiten profitieren. Sie wären sowohl isoliert als auch von der Welt abgeschieden, nicht isoliert. Ja, interessant. Da. So haben alle ihren Gewinn. Raston wird kein Schlangenfutter. Ich erlange Ansehen bei den Hlalu. Und die Mabrigasch können den Einfluss der Außenwelt auf das Tal begrenzen. Klingt nicht schlecht. Es überrascht mich, dass ein Mann eine Begegnung mit der Geisterschlange überlebt hat. Meinst du, es wäre für den Schlamm... meint ihr. Tut mir leid. Meint ihr natürlich. Nicht ins Feuer werfen, ne, weil ich euch mit du angesprochen habe. Es wäre für den Stamm von Vorteil, wenn man mit dem Haus Hlalu Handel treiben würde. Zuerst wollte ich nur, dass der Händler verschwindet. Aber ich habe mittlerweile nachgedacht. Vielleicht wäre es nicht so schlimm, wenn man mit der Außenwelt Handel treiben würde. Aber nicht jeder hier ist eurer Meinung. Nein, viele sind in ihren Gewohnheiten festgefahren und fürchten jegliche Veränderung. Aber wenn wir vorsichtig sind, könnte es langfristig von Vorteil für uns sein. Okay.
Gulakan Harin, hat der doch bestimmt auch eine Meinung. Achtet auf eure Schritte, wenn ihr bei den Mabrigash seid, Außenseiter. Ja. Was denkt ihr darüber nach? Was denkt ihr denn darüber, dem Haus Ilano zu erlauben, Tauschhandel mit Schlangenhäuten zu treiben? Ha. Raston behauptet, es würde sich nichts ändern, aber ich traue ihm nicht. Wenn ihr mich fragt, stehen die Lalu gerade mal eine Stufe über gemeinen Dieben. Ich lasse die Aussage einfach mal so stehen. Was soll ich denn eurer Meinung nach tun? Ich kann es mir schon denken. Wenn es nach mir ginge, dann hätte man Raston heimlich, still und leise schon in der ersten Nacht verschwinden lassen, nachdem er hier auftaucht. Gut, ich gehe da mal. Also... Wenn diese Hure Tevini sich mein Geschäft unter den Nagel reißen will, wird sie es bereuen. Die Mabrigash zögern, das Tal für Außenseiter zu öffnen. Sie behandeln mich also wie einen Verbrecher? Ich habe ihnen die ganze Zeit über nichts als Respekt entgegengebracht. Und es würde ihnen helfen, Handel zu treiben. Ja, aber nicht nur ihnen, sondern auch euch. Natürlich hätte ich Vorteile. Ich bin ein Händler, ich treibe Handel. Ja, wie wäre es hiermit? Schlagt ihnen ein eingeschränktes Handelsabkommen zu ihren Bedingungen vor und ich verspreche dafür, andere Händler vom Tal fernzuhalten. Auch ein Vorschlag, das ist genau der gleiche Vorschlag, den sie gemacht hat. Naja. Unser Schicksal ruht in euren Händen. Habe ich noch irgendwen anders, mit dem ich sprechen kann? Nee, das war's mit denen. Gut, die hat gesagt, das Schicksal ruht in meinen Händen. Und sie hat gesagt, ich soll mir Rat einholen, von wem auch immer. Ich hab doch so komische Leute hier sitzen. Also nicht hier sitzen, aber... ich sag mal, irgendwo sitzen, so 872... zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest, die haben doch bestimmt auch eine Meinung. Also ihr, für die, die es jetzt immer noch nicht gerafft haben, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Sollen wir sagen, bleibt doch isoliert, macht doch, was ihr wollt, ihr Scheißdinger, tötet den Händler. Da müssten sie theoretisch auch sie töten, nicht wahr? Nee, wahrscheinlich nicht. Tötet den Händler, bleibt in Isolation. Oder geht mit ihr ein Handelsabkommen ein und bleibt so in Isolation. Oder geht mit ihm ein exklusives Handelsabkommen ein und bleibt so in Isolation. Oder was können wir da eigentlich entscheiden? Warte mal. Unser Schicksal ruht. Durch eure nächste Tat werdet ihr unser Schicksal besiegeln. Wenn die Mabrigash anderen Zugang zum Tal gewähren sollen, dann gebt das Totem dem Händler. Wenn wir abgesondert bleiben und das Tal ohne Einmischung von außen behüten sollen, dann verbrennt das Totem im Feuer. Oder wir schlagen etwas anderes vor. Wie können wir denn was anderes vorschlagen, indem wir mit ihr reden, nicht wahr? Meine Vision war klar und deutlich. Eure Taten nehmen Einfluss auf unsere Zukunft. Vielleicht sogar auf eine Weise, die wir noch nicht absehen können. Okay. Also, wir können uns entscheiden, das Totem zu verbrennen und zu sagen, ja, die sollten vielleicht lieber in Isolation bleiben. Oder wir können ihm das Totem geben, dem Raston, und sagen, ja, macht doch Handel, öffnet euch der Außenwelt. Oder wir geben ihr das Totem, beziehungsweise schlagen ihr hier vor, mit ihr einen exklusiven Handelsvertrag einzugehen, verbrennen. Raston geben oder etwas anderes vorschlagen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Ich bin gespannt drauf und verabschiede mich jetzt von dieser Aufnahme und von dieser Folge wahrscheinlich. Ja, ich hoffe, das kann ich gut hinschneiden. Wenn nicht, dann werden das halt 30 Minuten Folgen. Nehme ich an. Oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Mal sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge Elder Scrolls Online. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.